Servus Leute und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, wie wir ganz einfach in Origin Spiele refunden können. Genau, das werde ich euch heute Step für Step zeigen. Ist super easy. Bevor wir allerdings ins Video reingehen können, habe ich noch eine klitzekleine Bitte an euch. Und zwar würde ich mich megamäßig, wirklich megamäßig über ein Like, Abo und Kommentar freuen. Mag jetzt für den einen oder anderen von euch ein bisschen greedy wirken, aber mir macht es einfach eine Riesenfreude. Und euch kostet es nichts, also warum denn auch nicht? So, jetzt starten wir aber direkt rein, wie wir das Ganze machen. Grundsätzlich sei erwähnt, dass ihr nur unter bestimmten Voraussetzungen einen Refund machen könnt. Ich habe mir das Ganze mal aufgeschrieben und zwar sind das binnen 24 Stunden after your first launch your game. Das heißt, binnen 24 Stunden, nachdem du das Spiel gestartet hast, ganz egal wie viel Spielzeit du in diesen 24 Stunden hast. Oder 14 Tage nach dem Kauf, wenn du das Game noch nicht gestartet hast, oder binnen 14 Tagen vom Release Date, wenn du das ganze Game gepreordert hast und es noch nicht gelauncht hast. Müsst ihr einfach schauen, ob das bei euch zugrifft. Ansonsten zugreift. Ich würde euch empfehlen, getestet einfach, ob das Ganze durchgeht, die Refund Request. Dann habt ihr das Ganze. So, wir starten jetzt einfach mal Origin. Da müsst ihr euch natürlich hier anmelden. So, wenn wir uns dann hier angemeldet haben und das Ganze geladen hat, gehen wir hier links einfach mal auf ja, Speichern. Ja, okay. Hier unten einmal auf euer Konto und dann gehen wir hier auf EA-Konto und Abrechnung. Und dann sollte sich eine EA-Seite öffnen und die werde ich jetzt hier mal rüberziehen und dann geht ihr hier unbedingt mal auf Bestellverlauf und dann habt ihr hier eure Bestellungen drinnen und könnt dann auf Refund drücken, also beziehungsweise zuerst mal das Ganze eure Bestellung mal aufmachen, die ihr natürlich refunden wollt und dann auf Request Refund und dann sollte sich das Ganze haben, dann müsst ihr gegebenenfalls ein paar Daten eingeben und wenn ihr die Voraussetzungen nicht erfüllt, dann werden die das euch schon sagen, beziehungsweise die Refund Request wird nicht durchgehen und euer Geld wird nicht wieder zurückkommen. Ansonsten wird das Geld wieder einfach gerefundet, wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt. Genau, dann können wir das Ganze auch schon wieder schließen. Und in Origin haben wir das Game dann nicht mehr natürlich, logischerweise, und können das Ganze hier auch schon wieder schließen. Und das war's schon zu dem Video. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und wisst jetzt, wie das Ganze geht. Ansonsten könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, dann werde ich euch so schnell es geht helfen. Und würde schon sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich wie gesagt über ein Abo und Like sehr freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao Leute, pfiat euch und Baba. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.